Hi Leute, jetzt kommt zu einer weiteren Folge. Heute spielen wir wieder Ninja Legends. Und ja Leute, heute werden wir uns mal umziehen und uns mal die Lobby anschauen. Und zwar werden wir uns im folgenden Stil umziehen. Nämlich kam ein neues Item auf den Markt und das ist die Evil Side. Und das ist die dunkle Seite, sage ich mal. Dafür müssen wir aber noch hier kurz unser Bandit ausziehen, Leute. Und jetzt seht ihr schon, wir sind jetzt so halb böse. Und ich nenne das Ganze einfach mal Corona, weil ich wollte heute mal ein bisschen über Corona reden. Und ich denke mal, viele von euch wird es auch betreffen. Aber dafür, Leute, werde ich hier noch kurz hier dieses Gesicht anziehen. Das super, super Happy Face. Jetzt haben wir nämlich eine sehr fröhliche Seite und eine böse Seite. Und Leute, dieses Gesicht kostet einfach gerade 17.000 Robux. 17.143 Robux. Und ja, ich habe so ein Ding tatsächlich. Und jetzt resetten wir unseren Charakter und schauen mal, wie wir aussehen. Zack. Uff, resettet. So Leute, da sind wir. Ja, man kann auf jeden Fall sagen, wir sehen irgendwie happy aus, aber auch wiederum böse. Und ja, da das letzte Ninja Legends Update echt, meiner Meinung nach, echt schlecht war, weil ihr seht, Leute, ich habe nicht mal den vorletzten Rang. Und der letzte Rang hat genau 0 Leute gerade. Und das Update ist jetzt schon fast seit einer Woche draußen. Ja gut, ich meine ja nur, also 0 Leute sind echt schon viele. Und das ist auch kein Wunder, dass ich den nicht habe und den vorletzten Rang auch nicht habe. Ja, die haben die Ränge irgendwie viel zu teuer gemacht, aber Leute, ja. Das heißt, ich wusste nicht so wirklich, was ich auch nehmen soll. Das heißt, ich dachte mir mal, okay, heute in der Schule, da haben wir sehr viel über den Coronavirus geredet. Und da dachte ich mir mal so, okay, ziehe ich mich mal gut böse an, weil der Coronavirus, wie ihr alle wisst, ist böse, sag ich mal. Also, ich denke mal nicht, dass es irgendjemanden gibt, der ihn gut findet. Meine Schule ist jetzt ja wahrscheinlich auch geschlossen. Wie sieht das bei euch aus, Leute? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Geht ihr zur Schule? Und wenn ja, ist eure Schule jetzt auch geschlossen oder müsst ihr jetzt noch zur Schule gehen am Montag? Weil jetzt ist Freitag, jetzt haben wir eh alle frei. Aber müsst ihr am Montag noch zur Schule gehen oder nicht? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, Leute. Und falls ihr das Video guckt, wenn irgendwann der Coronavirus nicht mehr da ist, dann schreibt das doch auch gerne mal in die Kommentare. Leute, wenn wir gerade schon von über in die Kommentare schreiben reden, wenn ihr 2 von 12 dieser Pets hier gewinnen wollt, der Chaos Titan Pets mit einem sehr, sehr guten Boost, wenn ihr 2 von 12 dieser Dinger gewinnen wollt, das heißt, insgesamt werden 6 Leute gewinnen. Und ja, wie gesagt, falls ihr 2 davon gewinnen wollt, dann schreibt einen netten Kommentar mit eurem Roblox-Namen. Like dieses Video, Leute. Schaffen wir die 1000 Likes. Ich weiß, wir schaffen das, Leute. Und abonniert auf jeden Fall den Kanal und aktiviert im besten Fall auch noch die Glocke. Viel Spaß weiter mit dem Video. Und ja, Leute, ich wollte auf jeden Fall mal diese Folge mir mal ein paar Leute anschauen. Was macht man eigentlich in der Ninja Legends Lobby? Weil, wenn ich Ninja Legends spiele, sammle ich entweder die Kisten ein und logge mich dann wieder aus oder ich bin halt bei meinem Training-Spot und bin am Trainieren. Aber was machen die Leute in der Lobby? Okay, hier haben wir auf jeden Fall schon mal 2 Leute und ja, wir sehen auf jeden Fall ziemlich episch aus. So, was macht denn der Typ hier? Die stehen einfach nur rum. Okay, interessant. Hier ist irgendjemand am Rumspringen. Okay, der geht auf die oberste Insel. Folgen wir dem Ganzen mal. So, gehen wir dem mal hinterher. Okay, was macht der jetzt hier? Was macht der jetzt hier? Versuchen wir mal einfach. Wir können mal versuchen, die Lobby einfach alle zu killen. Okay, Leute, das machen wir jetzt. Einen haben wir schon mal gekillt. Wen gibt's hier noch? Finden wir hier noch irgendjemanden, der nicht in der Safe Zone ist? Die hier alle sind in der Safe Zone. Der hier ist. Okay, Leute, der ist aber lost gegen den Boss am Kämpfen. Was ist denn mit ihm los? Er ist Appearance und ist gegen den Boss am Kämpfen. Leute, komm, wir helfen ihm mal. Wir helfen ihm jetzt mal, den Boss zu besiegen. Ich bin gleich wieder da. Leute, guck, eine Seite von uns ist ja auch noch gut. Das heißt, wir tun jetzt hier eine Wohltat, indem wir den bösen Boss bekämpfen. Vielleicht hat der Boss auch Corona, man weiß es nicht. Ich denke mal eher weniger, dass ein Roboter ein Virus hat, weil es ist ja ein Virus und Viren können in keinem Roboter sein. Aber kann passieren, kann sein. So, ich habe ihn jetzt auf 1000 runtergeschlagen, das reicht jetzt aus. Viel Spaß dir noch. So, schauen wir uns mal weiter die Lobby an. So, wen haben wir denn hier noch? Hier, die stehen alle in der Safe Zone. Okay, die stehen alle so in der Safe Zone, die können wir alle nicht töten. Der ist nicht in der Safe Zone. Ha, wir haben ihn. Ah, wir sind ganz nett. Wir sind ganz nett. Wir sind ganz nett. Wir sind sehr, sehr, sehr nett. Niemals. Ich wüsste echt nicht, warum wir böse sein sollten. Wenn der sich nach da bewegt, können wir mit unseren Shurikens abwerfen. Wir haben nicht mal die besten Shurikens, glaube ich. Schauen wir mal kurz. Ne. Die kosten einfach 4N. Oh mein Gott. Okay, hier ist eine Seele sogar. Können wir einsammeln, wobei uns das bringt eh nichts. 5 Seelen ist jetzt nicht die Welt für mich. Da hinten war doch irgendjemand. Hab ich jemanden gesehen? Perfekt. So. Zack, zack, zack. Ich habe ja auch geklatscht. Leute, wir dominieren aber die ganze Lobby. Damals war eine Zeit, da hat man sich hier um diesen Tower geschlagen. Dafür ist eigentlich auch dieser Turm hier da, der King of the Hill. Ist eigentlich auch dafür da, dass hier der Stärkste drauf sitzt. Hier gibt es halt immer Chi. Und ihr seht sogar, Leute, ich habe hier einfach 1200 Minuten drauf gesessen. Das war halt ganz, als das Spiel rausgekommen ist, da habe ich hier die ganze Zeit gesessen, weil das war auch der einzigste Weg, um Chi zu bekommen, abgesehen von dem schlechtesten Boss. Aber das hier war einfach effektiver. Und ja, wenn man das Spiel halt am Anfang gespielt hat, war es halt ziemlich schwer, an Chi ranzukommen. Und so habe ich das Ganze dann halt gemacht, indem ich da 1200 Minuten drauf gesessen habe. Und Leute, den hier kriegen wir auch noch. Zack, wir haben ihn. Nice. So, wen haben wir hier? Wie weit ist denn er hier?
Wie weit ist er hier? Und mittlerweile bei 900. Viel Spaß hier auf jeden Fall noch. So, wen haben wir denn hier? Da ist jemand. Und er ist nicht in der Safe Zone. Wir haben ihn. Nice. Da ist jemand. Moment, springt er? Springt er aus der Safe Zone raus? Vielleicht springt er aus der Safe Zone raus. Wenn er hier rausspringt. Ah, ne, da ist auch noch Safe Zone drin. So, da springt jemand. Da hier springt. Ah, der springt hier gerade in die Safe Zone rein. Ja. Ja, ja, gut so. Bam. Und K.O. Ich finde das so verwirrend, wie einfach alle hier auf einmal winken. Guckt euch das an. Die winken alle auf einmal. Der hier, der hier, der hier, der hier. Die winken alle auf einmal. Da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Ah, okay, ich hab ihn. Nice. Okay, Leute, ich werde mal jetzt die Lobby wechseln. Mal schauen, ob wir da irgendwelche anderen bekommen. Oh, hier ist noch jemand. Hier ist noch jemand. Dich kriegen wir. Ja, K.O., Leute. K.O. So, der Typ hier, wie weit ist er gekommen mittlerweile? Er ist... Oh, Leute. Oh, mein Gott. Komm, ich will auch diese Folge was Gutes tun. Das heißt, ich helfe diesem Typen jetzt mal kurz noch. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, Leute, mir hat das jetzt zwar gar nichts gebracht, aber ich habe dem Typen hier auf jeden Fall geholfen. Und ja, wir töten die ganze Zeit Leute. Dann töten wir auch an der Stelle den Boss hier. Bam. So. Und weg ist er. Da liegt er auf dem Boden. Und wir haben dem Typen auf jeden Fall geholfen. Ich glaube, der hat jetzt ein bisschen mehr Chi. Freut mich auf jeden Fall. Mal schauen, ob... Oh mein Gott, was ist denn das für einer? Versucht er mich jetzt anzugreifen? Hallo? Sehe ich nicht freundlich aus? Sehe ich nicht freundlich aus? Guck mal, ich kann einfach meinen Kopf umdrehen. Ui, perfekt. Denn der Boss ist am Stampfen, er stampft und bam. Nice. So, dann werden wir jetzt nochmal gucken, weil ich weiß nicht. So, wen haben wir denn hier? Haben wir hier irgendjemanden? Dich haben wir. Der versucht hier die Noobs zu killen. Da habe ich ihn einfach gekillt. Nee. So nicht mein Freundchen. Ich bin hier der die Noobs killt. Der auch. Kriegen wir ihn? Jawohl, den haben wir auch. Dich hier. Zack, K.O. Wir farmen ja nicht mal, Leute. Farmen. Ich mach mal die Trades gerade aus. Farmen muss ich gar nicht, weil genug Souls und alles drum dran habe ich eh. Und wir werfen einfach unsere Schulkills da rein und killen einfach alle. So, Leute, hier sind die Leute, die ganze Zeit am Auto farmen. Ich wechsle jetzt einmal die Lobby. So, Leute, da mache ich unsere Pets noch aus, damit ich da natürlich auch mehr sehen kann. Ich habe auf jeden Fall die Lobby gewechselt, aber hier sehe ich irgendwie niemanden. Okay, den haben wir. Zack. Oh, der hat sogar mehr ausgehalten. Ah, wir brauchen ein bisschen Ninjutsu, damit wir stärker sind, Leute, weil sonst sind wir schwach. Aber jetzt haben wir genug und sind hier auf Platz 1, weil wenn wir das hier verkaufen, dann sind wir hier ganz unten. Aber jetzt mit einem Schlag, Leute, gehen wir nach oben und... Ups. Huch, das wollte ich nicht. So, mal schauen. Ha! Ja, ist schon ziemlich cool, so 3 Shurikens auf einmal zu werfen. Und vor allem, ich kann unendlich davon werfen. Wow. Was ging denn bei dem ab? Huhu. Zack. K.O. Ha, der will sich mit uns anlegen. Nein, Leute, legt euch nicht mit mir an. So, wen haben wir denn hier? Haben wir hier irgendjemanden beim Boss? Da hilft jemand. Er will sich wirklich mit dem Boss anlegen. Oh, der Boss ist fast tot. Schmeißen wir den Boss mal mit unseren Shurikens ab. Ne, das bringt tatsächlich nicht so viel. Und da der Safe Zone da ist, kann ich ihn auch nicht klatschen. So, aber da ist jemand. Ups. Das wollte ich nicht. Da farmt irgendjemand. Ne. Hier geblieben. So. Hier ist irgendjemand am Springen. Merkt ihr eine Sache, man springt nicht vor. Oh, der Meister weg. Ups. Ja, das macht auf jeden Fall irgendwie schon Spaß. Das macht irgendwie schon Spaß. Definitiv. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das absolut keinen Spaß macht. Oh, den haben wir auch. Wir räumen die Lobby leer. So, dich haben wir auch. Wir haben sogar 2 auf einmal. Komm schon, den holen wir auch noch. Zack. Die ganzen Souls noch einsammeln und das ganze Karma, obwohl wir das überhaupt nicht nötig haben. Wir können echt mal einen neuen Boss reinbringen. Oder gehen wir mal zum Infinity Sets Dojo und schauen mal. Das interessiert mich generell. Schaffen wir es überhaupt jetzt, das Infinity Sets Dojo abzugraden? Mal schauen, ob wir das irgendwie hinkriegen. So, was brauchen wir hier? Das gibt 400 QA, das ist rein gar nicht. Wie viel braucht das zum Upgraden? SP, okay, das können wir uns noch leisten. Jetzt 27 SP, 64 SP können wir uns auch noch leisten. Das können wir uns auch noch leisten. Anscheinend kann ich mir nicht kaufen. Interessant. Okay, kann ich mir jetzt kaufen? Jetzt kann ich mir kaufen. Kann ich mir das kaufen? Ja. Jetzt fängt es langsam an, teuer zu werden, Leute. Aber es ist einfach viel zu teuer. 12.1 QI-Chi. Es bringt rein gar nichts. Und QA gar nichts. Ich zeige es euch gleich nochmal. So. Kaufen wir uns hier durch. Ich werde aber auch nicht zu viel kaufen. Weil, ja, oh Gott, wie oft kann ich denn hier bitte kaufen? Den Typen kann man ja echt oft upgraden, aber es bringt halt nichts. Jetzt habe ich den auf Level 102. Und der ist auf Level, auf welchem Level ist der? Auf Level 11, also der hier ist ungefähr, jedes 10. Level ist ungefähr so gut wie ein Level von ihm hier. Und wie viel passt jetzt hier da rein? 120 QA und ich zeige euch jetzt, wie viel das ist. Ihr seht jetzt hier diese Zahl und es wird sich nichts dran verändern, genau. Es verändert sich einfach gar nichts dran. Und wie viel? 1 OC, Leute, grain das Ganze mal ab. Jetzt kostet es auf einmal nur noch SP. Ich grade das jetzt mal so oft ab, okay, das reicht. Wow,
Da passt ein bisschen Kui rein. Ihr seht, das wird direkt voll, aber es bringt mir rein gar nichts. Es bringt mir nichts. Naja, darüber reden wir nicht. Radieren wir dieses Ding einfach aus der Geschichte von den Gelatins aus. Wir radieren das einfach weg. Ich zeige euch eh mal, wie das ungefähr aussehen sollte eigentlich hier. So, springen wir mal hier hoch. Stellt euch einfach mal vor, da hinten ist die ganze Ninja Legends Island und dieses Ding hier müsste eigentlich einfach untergehen ins Meer. Einfach ungefähr so. Perfekt, Leute. Das wäre ungefähr so gut. Also da hätte ich absolut nichts gegen, wenn das so aussehen würde. So, schauen wir mal, ob wir hier irgendwelche Leute noch abfangen können. Wenn er hier rausläuft. Zack, haben wir dich. Oh, Leute, ich fühle mich irgendwie schlecht. Aber ja, heute sind wir halt der Schlechte. Der Schlechte. Hier springt irgendjemand rum, das habe ich gesehen. Da ist jemand. Nicht mit mir. Könnte es auch unsichtbar machen. Jetzt sieht uns niemand mehr. Jetzt sieht dann tot niemand mehr kommen. Oh, das hat aber lange gedauert, um zu klatschen. So, da steht jemand. Shurikens Attacke. Genos Attacke! Boah, wie immer so ein ganzes Areal auf einmal so grün wird. Ich hätte schon gern die letzte Shurikens. Das wäre schon nice. Da ist jemand. Nein, nicht in die Insel. Er ist nach der abgehauen, Leute. Vielleicht haben wir noch die Chance und können ihn. Komm schon. Er ist echt am Laggen, aber wir haben ihn. Okay. Normalerweise kann man ja insgesamt nur 3 Stück davon werfen, also insgesamt 9. Aber wenn man einen wirft, werden ja 3 automatisch geworfen. Aber ich habe mir diesen Infinity Game Pass geholt, den Infinity Shurikens für 300 Robux oder so oder 400. Ja, also damals hat es sich nicht gelohnt, aber jetzt, wo es die neuen Shurikens gibt, also diese dreifachen, da lohnt es sich einigermaßen. Also ich würde euch empfehlen, falls ihr mehrere Robux habt und wirklich auf PvP und sowas geht, dann ist er nicht schlecht, weil die Shurikens sind auf gar keinen Fall schlecht. Ihr seht, wir haben gerade den Typen einfach schon wieder geholt. Gehen wir jetzt trotzdem auf die oberste Insel und sammeln mal die Kiste ein. Okay, Leute, dann haben wir das jetzt auch eingesammelt. Dann will ich an der Stelle aber auch die Folge beenden. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. Also mir hat es irgendwie Spaß gemacht. Ob es euch jetzt beim Zusehen Spaß gemacht hat, bam! Niemand geht hier zum Cell. Das weiß ich nicht. Ich hoffe schon. Wenn ja, dann lasst gerne mal ein Like da und abonniert auch gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine Ninja Legends Videos mehr zu verpassen und generell Roblox Videos. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch wie gesagt gefallen. Da würde ich sagen, haut ihr rein und ciao. Leute.